Heute gibt es etwas Gesundes und Leckeres. Wir machen heute einen leuchtend bunten Rote-Bete-Salat. Hallo, herzlich willkommen zu Purita. Ich bin's Rita und heute serviere ich euch einen köstlichen Salat aus der roten Knolle mit aromatischen Röllchen aus Ziegenkäse, umhüllt von einer Panade aus Walnüssen und Cashewkernen. Ich verfeine den Salat mit einem erfrischenden Zitronen-Meerrettich-Dressing. Und jetzt zeige ich euch, was wir für unseren Rote-Bete-Salat alles so brauchen. Wir brauchen 50 Gramm Walnüsse, 20 Gramm Cashewkerne, Petersilie und Dillspitzen, 100 Gramm Ziegenkäse, eine rote Chilischote, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, 1/2 Teelöffel Schwarzkümmel, 3 abgekochte rote Beete, 1 Apfel. Für das Dressing nehme ich 1 Teelöffel Meerrettich, 2 bis 3 Esslöffel Walnussöl, Saft einer Zitrone und Salz. Als erstes beginnen wir mit der Zubereitung der Nusspanade und dafür werde ich zuerst die Gewürze leicht rösten. Damit intensivieren wir die Aromen. Ich gebe den Kreuzkümmel und den Schwarzkümmel in die Pfanne und erhitze es für ca. 1 Minute. Und nun kommen die Walnüsse in die Pfanne und die rösten wir ebenfalls leicht an. Danach die Cashewkerne und gelegentlich mal umrühren, bis sie schön goldbraun sind. Cashewkerne zählen übrigens zu den Steinfrüchten, sind also keine Nüsse. Nun werde ich die orientalischen Gewürze noch in meinem Mörser grob mahlen, um alle Aromen aus ihnen herauszuholen. Wie ihr seht, habe ich eindeutig eine Vorliebe für Mörser. Diesen hier aus Holz verwende ich ausschließlich für Nüsse, weil es einfach den Geschmack noch intensiver unterstreicht. Eines sollte ein guter Mörser auf jeden Fall sein, finde ich, er sollte gut in der Hand liegen. Die frisch gerösteten Walnüsse und Cashewkerne sind jetzt perfekt, also nicht zu fein gemahlen, sodass sie noch Biss haben und die gebe ich jetzt in eine Schale hinein. Dazu kommen jetzt noch die gemahlenen Gewürze und die verleihen der Nusspanade eine warme orientalische Note. Für die Schärfe und die Farbe sorgt diese schöne rote Chili. Die schneide ich jetzt in kleine Würfel und füge sie zur Nussmischung hinzu. Und jetzt fehlt nur noch etwas Grünes, dafür hacke ich ein wenig Petersilie und das kommt ebenfalls hinein. Als nächstes bereite ich den Käse vor. Hier habe ich einen aromatischen Ziegen-Brie-Käse. Ihr könnt aber auch einen Ziegen-Frischkäse verwenden. Und den schneide ich jetzt in Scheiben, so circa 1/2 cm. Der aromatische Ziegenkäse und die warme, erdige Note der roten Beete harmonieren perfekt miteinander. Jetzt die Käsetaler in unserer vorbereiteten Nusspanade wälzen und zwar von beiden Seiten leicht andrücken, sodass die Panade schön haften bleibt. Unsere Käsetaler sind fertig und wir stellen sie mal kurz beiseite. Damit diese süßlich-erdige Note der roten Beete etwas gemildert wird, kommen nun Apfelscheiben dazwischen und die werde ich jetzt mit meiner Mandoline, also so heißt dieses japanische Präzisionsgerät, in hauchdünne Scheiben hobeln. Da es ein richtig leckerer Bio-Apfel ist, lasse ich die Schale dran, also für die Optik und den Geschmack. Damit die Apfelscheiben nicht so schnell oxidieren, beträufele ich sie noch kurz mit Zitronensaft. So, damit man nicht eine Woche lang mit roten Händen herumläuft, sollte man beim Verarbeiten von roter Beete unbedingt Gummihandschuhe tragen. Hier habe ich rote Beete und die habe ich samt Schale für ca. 40 Minuten in Wasser gekocht. Wichtig dabei ist, erst nach dem Garen sie zu schälen. Das verhindert nämlich, dass die Knollen ausbluten, also nicht nur ihre Farbe, sondern auch ihren Saft und somit ihre gesunden Inhaltsstoffe verlieren. Rote Beete lässt sich übrigens am besten schälen, wenn ihr sie nach dem Kochen kurz mit kaltem Wasser abschreckt. Und ich werde die Knollen jetzt mit der Mandoline ebenfalls in hauchdünne Scheiben schneiden. Dafür brauche ich aber höchste Konzentration. Musik bitte aus! Nachdem wir die Knollen erfolgreich gehobelt haben und alle Finger noch dran sind, können wir nun das Dressing vorbereiten. Dieses warme Erdige der roten Beete verlangt nach Frische und die verleihen wir ihr mit etwas Zitronenschale. Und hier reibe ich direkt darüber. So, nun reichlich Zitronensaft auspressen. Ich verwende hier gleich eine ganze Zitrone. Nun mit Salz gut abschmecken. Jetzt kommt noch der Meerrettich hinzu, der passt hervorragend zu roter Beete.
Nun kommt das kaltgepresste Walnussöl. Das rundet das Dressing nochmal schön ab. Walnussöl enthält übrigens sehr viele Vitamine und Nährstoffe sowie wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Und nun mit dem Schneebesen jetzt zu einer Vinaigrette verrühren. Und jetzt kommt das nächste Präzisionswerkzeug zum Einsatz. Die rote Beetescheiben nun zu einem Carpaccio kreisförmig anordnen. Und nun die hauchdünnen Apfelscheiben dazwischenlegen für den Farb-, Geschmacks- und Texturkontrast. Das weiche rote Beete-Carpaccio und dieser knackig süße Apfel dazwischen, eine spannende Geschmackskomposition für unseren Gaumen. Das Dressing gut durchschütteln und den Salat damit reichlich beträufeln. Unsere Käsetaler mit der köstlichen Nusspanade kommen jetzt auch noch drauf. Und mit Dillspitzen noch verzieren. Fertig ist unser bunter und leckerer Rote-Beete-Salat mit Ziegenkäse. Ich hoffe, mein Video hat euch Spaß und Appetit gemacht. Und wenn ja, freue ich mich über ein Like von euch. Wer Rote-Beete-Salat mag, der wird diesen Salat lieben, auf jeden Fall. Übrigens passt dieser köstliche Rote-Beete-Salat hervorragend zu gegrilltem Fisch. Kann ich euch nur empfehlen. Also wenn ihr meine kulinarischen Leckerbissen nicht verpassen wollt, abonniert meinen Channel, macht es unbedingt nach und lasst es mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Rita.